Ja, Mensch, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Moonlight Sun. Immer wieder eine Herausforderung aus Neue. Ich meine, ich habe gerade mal einen männlichen Charakter und lauter Weiber und da soll ich Stimmen sprechen. Beziehungsweise will ich. Wie ich es ja immer bei RPGs machen will, aber okay. So, natürlich, ich gehe schlafen. Ich habe mit allen geredet. Deswegen geht's weiter. Nein, nicht schon wieder dieser Traum. Oh, ach stimmt ja, da war ja was. Warum? Warum hasst du mich so? Du? Wieso bist du hier draußen? Schnell, versteck dich, bevor sie dich finden. Nein. Oh mein Gott, nein! Wieso? Was tust du? Minerva? Oh nein, wieso? Wie oft sagte ich dir, verlasse nie die Höhle. Wir sind alle verloren. Nein, nicht Minako. Minako! Oh nein, eine Sackgasse. Minerva, schnell, hier lang. Warum? Warum tust du das? Ich korrigiere den Fehler. War das mit dem Korrigieren den Fehler, das lässt du mir auch schon? Colette, wieso höre ich deine Stimme nicht? Ach so, wieso höre ich deine Stimme nicht? Nein, nein, lass mich nicht hier allein in dieser Dunkelheit. Hilf mir. Minerva, du unseliges Kind. Du hast uns alle umgebracht. Ja, wer spricht da? Du warst es. Du hast uns alle ins Verderben gestürzt. Nein, nein, nein. An deinen Händen klebt unser Blut. An meinen Händen? Ja. Du hast das Unheil über uns gebracht. Ohne dich und die anderen wäre es nie so weit gekommen. Ohne mich und die anderen? Dass du dich nicht schämst. Du hast all diese Leute auf dem Gewissen. Du hast kein Recht mehr dazu, weiterleben zu dürfen. Kein Recht auf Leben. Aufhören! Diese Stimme, Colette? Hör nicht auf sie, Minerva. Jeder hat ein Recht auf Leben. Du bist Colette? Minerva, hör mir gut zu. Lass dir niemals so einen Blödsinn einreden. Geil. Ich bin bei dir. Du bist nicht mehr allein. Aber du wirst nun gleich aufwachen. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich bin sicher, du wirst mich finden, Minerva. Aber ich... Vergiss nicht. Du bist nicht allein. Ich bin genau wie du. Was soll das denn nun schon wieder heißen? Dieser Traum. Wieso nur? Also gut, auf nach Klasia. Verändert sich der Traum? Minerva, stimmt etwas nicht?
Ich hab nur schlecht geträumt. Hattest du wieder den Traum, in welchem du durch die Ruinen von Chiyose rennst, der, in dem du Colettes Stimme hörst? Es ist schon okay. Ich möchte nicht darüber reden. Die kann einem schon leid tun. Definitiv. Aber was soll das heißen, an ihren Händen klebt das Blut von denen? Die kann doch gar nichts dafür. Oder etwa doch? Nun gut, betreten wir die Schneewüste von Glacia. Schneewüsten von Glacia, Achtung, es besteht die Gefahr, sich zu verirren. Reisenden wird viel Proviant und ein guter Orientierungssinn empfohlen. Okay. Ding, 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 ding. Oh! Was haben wir denn da Lustiges? Was zum Scannen, nehme ich an? Ja. Ja, nachdem wir im letzten Part gar keine Kämpfe hatten, geht's erst wieder los! Theoretisch müsste ich halt auch in den ganzen Umgebungen gucken, wenn ich nicht alles Skills habe, ne? Aber irgendwie, wenn einem gesagt wird, jetzt hast du 100%, dann ist das ja schon recht interessant. Dann hat man da schon irgendwie mehr Lust, sich da umzugucken. Wenn man da Feedback bekommt, yep, jetzt hast du es. Das könnte sein. Also jetzt gleich hier. Ja, es könnte sein. Bam. Perfekt. Oh, was ist das für ein Blatt? Schokominze. Und Gold. Cool. Und ich habe einen Sirup gefunden. Das finde ich doch recht schön. Na, geht's hier noch weiter? Ach so! Tweaky, das ist eine Endlos-Scrollkarte. In die vertikale Richtung. Das heißt, wenn ich schon ganz lang nach hier gehe, komme ich zu der Truhe. Aha! Eis ist Kälte für Kalas. Kalas, ist dir kalt oder so? Ist das hier Eis ist Kälte? Ah, okay. Interessant. Davon habe ich zwei Stück. Von den 45 Zehnern. Kann ich eigentlich die hier rausnehmen? Und dann halt so richtig eiskalt reinhauen. So. Hey du! Hey du! Ich will dich scannen. Ach, die Musik kenne ich doch auch irgendwo her. Woher kennen die? Oh, stimmt ja, das Scan war das erste. Ja, doch, die kennt man, die Musik. Mensch.
Naja, wie auch immer. Leorin, mach ihn platt. Go. Na, ja, das reicht mir nicht. Schade. Achso, ich sollte vielleicht auch Verteidigung drücken und ich sollte vielleicht auch den richtigen dann drücken. Egal. Dann eine Heilerin. So, tut mir leid, Leorin. Ich hab's zu spät gecheckt, ich war gerade irgendwie nämlich in Gedanken. Wäre zu grün. Ja, das dürfte jetzt ordentlich Schaden machen. Ich hoffe trotzdem, dass ein Name nochmal kommt. Selbst wenn jetzt hier ein Finisher eingeblendet wird, werde ich ihn nicht nutzen. Weil dann habe ich nämlich die Chance, dass Name nochmal heilt. Genauso. Sehr schön. Danke. Sehr, sehr schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Was war das jetzt? Oh, ich Idiot. Ich will mal sehen. Nein. Mach's nicht platt. Mach's nicht platt. Oh. Nein. Das wollen wir ja mal sehen, ne? Das wollen wir mal sehen. Stimmt, wir hatten da schon eine entsprechende Ausrüstung verpasst, die da diesen Effekt hat. Wieso? Tundra. Toll. Was ist denn eine Tundra? Irgendwas für Leorin? Das ärgert mich jetzt, Leute. Silbermünze, schön. Silberne Münze gefällt mir. Okay. Dann muss ich wohl hier runter. Gut, vielleicht kriegt man es ja nochmal hin. Ne? Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Wow, schöner Schaden, den du rausgehauen hast. Definitiv. Komm, hau rein. Ja, kann sich sehen lassen. Verteidigung? Oh. Okay. Take that. Here goes. Naja, früher oder später werden wir das von Yuri sicherlich noch zu sehen bekommen. Oh, 222. Schnappzahl. Komm schon. Ach, verdammt. Damn. Okay. Dann wäre das Viech auch geplättet. Bam. Einfach so bam. Schokominze gefunden. Schön. Da ist nichts. Irgendwie das Gefühl, auch wenn ich ja eigentlich als Linkshänder zuerst nach links gehe, dass links richtig wäre und rechts geschickter wäre. Andererseits schenkt sie es nicht. Nichts. Wie kannst du nur in so einer eisigen Kälte wohnen, Silvia? Das ist doch unmenschlich kalt. Oh, macht dir die Kälte wieder zu schaffen? Das tut mir leid. Hey, da kannst du doch nichts für. Ich habe eine Idee. Hier, trink das. Was ist das? Giftcast. Es wärmt dich auf und bringt dich dann um. Was? Das war nur ein Spaß. Trink einfach. Gar nicht übel.
Das wäre tatsächlich richtig schön. Ich glaube, ich genehmige mir auch ein Schlückchen. Kurz darauf. Was? Wir haben keinen Apfelwein mehr. Was? Aber mir ist so kalt. Komm her. Ich nehme dich in den Arm. Es ist ja gleich warm. Kann mir jemand erklären, warum die beiden da vorne Arm in Arm herumschwanken? Hier liegen ein paar Flaschen Apfelwein. Ich denke, dazu brauche ich keine weitere Theorie mehr aufstellen. Unfassbar. Ja, dazu braucht man keine weitere Theorie aufstellen. Definitiv nicht. Gut, aber ich würde sagen, für diesen Part sollte es dann erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß in diesem Part. Einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mir nicht sehr freuen. Ja, also schön in die Tasten hauen und die Däumchen drücken. Und ja, dann hoffe ich, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Moonlight Sun. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.